Unwetter im Vogelsberg. Erneut kam es zu Unwettereinsätzen im Vogelsbergkreis. Gegen 19.07 Uhr meldete die Leitstelle des Vogelsbergkreises Unwetter mit vollgelaufenen Kellern und Garagen in den Orten Reuters, Wallenroth, Mark, Grebenhain, Ilbishausen, Hochwaldhausen, Lanzenhain und die B254. Die Freiwillige Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun. In Reuters hatte die Feuerwehr Lauterbach Löschzugmitte den Abrollbehälter für Unwetter im Einsatz.